Liebe Community vom Kanal PVB, okay, grüßt euch. Wie ihr schon hier im Titel seht, kommt kein Panzer, kein Flugzeug und auch kein Weltkriegsspiel, sondern hier geht es um den Funkempfang direkt vom Satelliten aus zu empfangen, und zwar von den Wettersatelliten. Momentan gibt es noch 3 Wettersatelliten, die empfangen werden können, und zwar sind es 3 amerikanische. Es gibt dann noch einen russischen Satelliten, der noch empfangen werden kann. Aber das wäre ein ganz anderes Thema, weil der ganz andere Voraussetzungen für den Empfang hat. Und hier als Beispiel eine Hörprobe des Signales, wie sich das anhört. Dieses Signal, welches von den Wettersatelliten abgestrahlt wird. Rechts oben sieht man, wie sich langsam ein Bild aufbaut. Das ist also eine Live-Aufnahme vom Wettersatelliten NOAA 19. Die Signale werden hier bei mir im Computer verarbeitet und dann entsteht langsam systematisch während des Überfluges ein Bild. Und darunter das große Bild, Tracking-Programm für Satelliten. Man muss es nicht unbedingt haben, aber es ist hilfreich, wenn man sieht, welche Satelliten wann über den eigenen Standort drüber fliegen. Und dann hat man die Möglichkeit, entweder manuell das Programm zu starten, damit eine Aufnahme erfolgt, oder man kann auch alles automatisch generieren, so dass man keine Hand anlegen muss. Und so könnte zum Beispiel der Wettersatellit NOAA 19 von den Amerikanern ausschauen. Hier einmal dargestellt, wie die Umlaufbahnen der Satelliten ausschauen. Und zwar kreisen sie um die Erde. Und zwar nicht von Ost nach West, sondern immer von Süd nach Nord. Und man kann sich das jetzt so vorstellen, der Satellit geht sonnensynchron um die Erde herum, und zwar immer von Südpol nach Nordpol, und umkreist da die Erde spiralförmig. Man kann sich das recht gut vorstellen, indem man sich eine Apfelsine nimmt und dann über die Pole der Apfelsine sein Messer ansetzt, um die Schale einzuschneiden, und das machen wir ja auch so spiralförmig, damit man dann die einzelnen Streifen schön abpulen kann, abnehmen kann, und so fliegt also der oder die Satelliten um die Welt herum. Und sie kommen immer fast zu regelmäßigen Zeiten über den Standort von mir drüber. Das heißt, der NOAA 19, der NOAA 15 und der NOAA 18. Und hier werden dann die Bilder von mir aufgenommen, zusammengesetzt, so dass sie dann einen Großteil von Europa zeigen. Und dann gehen wir mal weiter, was wir eigentlich dazu so benötigen, damit das alles überhaupt funktioniert. Natürlich gibt es sehr viele Möglichkeiten, die Signale zu empfangen. Das ist eine Quad-Filler-Helix-Antenne für rechtsdrehende Satellitensignale. Das ist somit von der Empfangstechnik her eigentlich fast die beste Antennenmöglichkeit, die es gibt. Es ist auch möglich, eine Dipolantenne zu verwenden oder eine Scannerantenne, wobei aber Scannerantennen in der Regel wegen ihrer Bauart eigentlich nicht geeignet sind, denn ihr müsst euch vorstellen, das Signal geht also nicht wellenförmig wie beim Radio oder beim Fernsehen, sondern es ist rechtszirkular vom Satelliten abgestrahlt und geht quasi wie eine Schnecke, also
nicht wie eine Schnecke, die auf dem Boden rumläuft, sondern wie eine, stellt euch eine Nussschnecke vor, ne, die so gekringelt ist und so gehen die Signale gebündelt auf den Boden und können dann mit entsprechenden Antennen empfangen werden. Und das ist, wie gesagt, hier mit einer der besten Antennen, die dafür geeignet ist, weil sie dementsprechend so gebogen ist, dass der Satellit, wenn er am Horizont erscheint, dass schon das kleinste Signal ausreicht, um hier ein Empfangsbild zu generieren, bis dass er dann am Horizont im Norden wieder verschwindet. Und dann können wir ja sowieso nichts mehr aufnehmen, weil er ja dann über die Erdkugel drüber ist, so dass der Standort nicht mehr frei vom Satellitensignal empfangen werden kann. Nach Möglichkeit sollte man einen Vorverstärker verwenden, damit diese schwachen Signale des Satelliten, wenn sie einen weiten Weg durch das Empfangskabel, also von der Antenne bis zum Empfänger, absolvieren müssen, wird ja das Signal immer schwächer und dann kommt am Empfänger nicht mehr recht viel an. Und um dieses Manko auszugleichen, sollte man diesen Vorverstärker, nicht diesen, denn ist einer für 6 Meter Band, nein, es muss ein Vorverstärker sein für 137 Megahertz. Das wäre also dann noch im 2 Meter Band. Der Verstärker sollte natürlich gleich unterhalb der Antenne montiert werden und nicht erst 10 oder 20 Meter später irgendwo im Kabel drin sitzen, im Antennenkabel. Das bringt dann auch nichts, weil wir dann ja schon Leitungsverluste haben. Einmal A durchs Kabel selber, durch die Stecker etc. Also gleich unter die Antenne packen. Dann wird er mit Strom versorgt und dann verstärkt er das Signal. Und da gibt es welche mit 20 dB. Ich habe einen 40 dB Verstärker. Den habe ich mir extra anfertigen lassen. Ja, und dann funktioniert eigentlich schon einmal der wesentliche Teil, dass wir zumindest ein gutes Signal bis zum Empfänger bekommen. Das wäre jetzt zum Beispiel der R2FX-Empfänger. Ist ein VHF-Receiver, der also dementsprechend ausgelegt ist für diese Frequenzen, die diese Wettersatelliten verwenden. Das sind unterschiedliche Frequenzen. Und der Receiver, der kann also dementsprechend die Kanäle abtasten und sobald dass er ein Signal hat, was standfest ist und gut ist, bleibt er auf diesem Kanal und man kann also dementsprechend dann eben das Signal empfangen und ein Bild generieren. Es gibt viele andere Empfänger, die möchte ich jetzt nicht alle vorstellen. Man kann sich da im Internet schlau drüber machen, was es alles für Empfänger dafür gibt. Man könnte rein theoretisch auch einen Scanner verwenden, wobei aber die Scanner in der Regel diese Bandbreite und diesen Filter, den man dazu benötigt, um dieses Signal klar und deutlich zu empfangen, nicht besitzen. Ich hatte mal einen VHF-Scanner, den hatte ich dann modifizieren lassen und habe dementsprechend einen Filter einbauen lassen, der diese Bandbreite abdecken kann. Aber den habe ich mittlerweile wieder verkauft. Und ich begnüge mich hier mit einem auch ähnlichen kleinen Kästchen, was also in der Lage ist, die Signale, die vom Satelliten kommen, umzusetzen, gibt dann diese Töne weiter über ein Kabel, sprich das geht dann in die Soundkarte des PCs und wird dann wieder umgemodelt und das Empfangsprogramm, welches dann die Bilder generiert, das ist das WX2IMC, das wandelt dann die Signale, sprich die Töne, die in die Soundkarte einfließen, wieder um in ein sichtbares Bild. Das rote Kreuz zeigt euch den Standort von mir zu Hause und das ist mal ein Bild, wie es ausschaut, wenn ein Durchgang durchgelaufen ist. Hier sieht man dann, wie es ausschaut, wenn zwei komplette Durchgänge des Satelliten
aneinandergereiht werden zu einem Panoramabild. Während jetzt hier der Rest der Aufnahme durchläuft, das heißt also, der Satellit bewegt sich jetzt in der Richtung, wie sich das Bild nach oben hin aufbaut. Und generell kann man so über den Daumen gesprochen sagen, der erste Durchgang, ich spreche jetzt mal nur vom NOAA 19, der erste Durchgang geht ungefähr so über Kasachstan, dann hoch Richtung Nordpol. Da ist es dann schon möglich, einen kleinen Bildausschnitt aufnehmen zu können. Der zweite Durchgang wird meistens so im Bereich Sinai-Halbinsel, Ägypten liegen. Oder jetzt, wie zum Beispiel eben, ist er ja fast Mitte Afrika. Und der dritte Durchgang geht dann meistens so über Spanien und geht dann hoch eben über den Nordpol. Und der vierte Durchgang wäre dann drüben über die Azoren. Das ist aber dann schon ein bisschen arg weit weg für mich. Das ist also fast nicht mehr oder eigentlich nicht mehr empfangbar, wenn man nicht eine spezielle Antenne zur Nachführung hat. Also Nachführung heißt, die immer punktgenau auf den Satelliten nachgeführt wird. Dazu bräuchte man dann zwei Rotoren, einer der sich horizontal und der andere der sich vertikal bewegen kann. Und so könnte man mit einem entsprechenden Steuerprogramm die Antenne punktgenau auf den Satelliten ausrichten und diese Antenne würde dann der Flugrichtung des Satelliten folgen. Aber das sind enorme Kosten, die muss man nicht unbedingt auf sich nehmen, wenn es anders auch möglich ist. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, hier diese Satellitenbilder zu empfangen, meistens relativ kostengünstig. Aber da möchte ich jetzt nichts weiter drüber erzählen, weil das würde zu weit führen. Ich spreche es nur ganz kurz an. Es ist möglich, mit einem DVB-D-Stick, entsprechenden Empfängerprogrammen für einen PC etc. und so weiter, auch diese NOAA-Satelliten zu empfangen und diese Bilder zu generieren. Man muss dafür rechnen, für einen DVB-D-Stick, der braucht einen RTL-Satz, sonst geht es nicht. Der liegt ungefähr zwischen 20 und 35 Euro. Das Empfangskästchen, was ich benutze, liegt aber im Anschaffungswert von weit über 150 Euro. Aber macht sich auch bezahlt, sage ich jetzt einmal. Und dann besteht noch die Möglichkeit, eben eine billigere Antenne zu nehmen und eine aufgestockte Kreuz-Yagi-Antenne zum Beispiel ist durchaus denkbar, erzielt auch sehr gute Ergebnisse, ist dann etwas billiger wie diese Quad-Filler-Helix-Antenne. Ich glaube aber, wenn ich so die Bilder von manchen Usern betrachte, die auch NOAA-Satelliten aufnehmen, nehmen sich, glaube ich, beide Antennen nicht recht viel. Ja, das Bild läuft jetzt immer weiter langsam durch. Wenn dann dieses Bild durchgelaufen ist, das heißt also, die Aufnahme wird dann automatisch gestoppt und wird dann langsam umgewandelt. Hier haben wir das Original Graubild, einmal schwarz-weiß und das andere ist das Infrarotbild, das rechte Bild. Und dann werden diese Bilder dann eingefärbt, automatisch durch das WX2IMC-Programm. Jetzt sieht man das hier, wie die Bilder eingefärbt werden. Und dann wird das Bild noch so generiert, dass es dann später zusammengesetzt werden kann, um eben ein entsprechendes Panoramabild zu bekommen. Und man hat also einen Empfangsbereich, den man abdecken kann, von roundabout 3000 Kilometer nach rechts und 3000 Kilometer nach links.
Und im günstigsten Fall, wie gesagt, kann man also vier Durchgänge mitschneiden. Normal sind aber eigentlich nur drei. Kommt auch auf die Lage drauf an, wie hoch man seine Antenne gesetzt hat oder ob man in einer Großstadt ist, wo viele Hochhäuser sind etc. Ja, das sollte mal kurz gewesen sein, wie ich hier Satellitenfunk aufnehme. Wettersatelliten natürlich nur. In der Beschreibung für dieses Video findet ihr auch noch einen Link zu meiner Homepage. Da habe ich die Seite verlinkt, die meine ganzen Hobbys auflistet. Und für jedes Hobby, was dort aufgelistet ist, gibt es auch entsprechende Beschreibungen. Wer Lust, Zeit und Laune hat, der kann ja da mal drauf gehen. Jetzt zum Schluss sehen wir nochmal ein zusammengesetztes Bild aus insgesamt vier Durchgängen. Das wurde in der Nacht erstellt und zwar so gegen früh. Da sind die Satelliten auch recht gut empfangbar. Und vor allen Dingen ist es, wenn die Satelliten dann von der anderen Seite herkommen, also sprich aus dem Norden und Richtung Süden fliegen, dann ist es möglich, auch hier fast ganz Grönland drauf zu bekommen. Und ihr seht ja auch, welchen Bereich hier ich abdecken konnte mit diesen insgesamt vier Durchgängen. Ja, Freunde, das sollte mal eigentlich gewesen sein. Ich hoffe, dass euch dieses Video, auch wenn ihr War Thunder Spieler seid oder andere Spiele zockt, es euch vielleicht doch interessiert hat, wie sowas geht und funktioniert, dann sollte es mich freuen. Ihr könnt mir das ja bitte auch in einem Kommentar oder in einem Daumen nach oben zeigen, dass euch das Video gefallen hat. Sollte Interesse bestehen an mehreren meiner Videos, die dann meine Hobbys beschreiben und auch zeigen, könnt ihr mir das ja auch im Kommentar niederschreiben. Ja, wir wollen mehr sehen von deinen Hobbys. Auch wenn es uns nicht interessiert. Nee, Quatsch. Ist natürlich nicht jeden so seins. Wer halt gerne zockt, der schaut sich vielleicht nicht recht viel andere Sachen an. Wer weiß, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ich sehe es aber dann in den Kommentaren und in den Daumen nach oben. Wenn natürlich das Video, was hier Funk zum Beispiel betrifft, euch nicht so gut und genehm ist, dann werden wir halt diese Serie beenden. Aber gehen wir mal davon aus, ihr werdet euch fleißig auf den Kommentaren tummeln. Also dann, habe die Ehre, macht es gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das heißt also in 5 Tagen wieder. Also, holt Rio, euer PvP, okay.